Nächster Punkt ist gerade in den Grundschulen ein weibliches Erziehungsprogramm. Was heißt das? Da möchte ich nochmal ein anderes Zitat vorlesen von einem russischen Pädagogen. Ich lese es vor, es spricht für sich, mehr kann ich da gar nicht so sagen. Der heißt Alexander Usanin, also für die, die das interessiert, hat Folgendes mal gesagt. Es geht also um die Gleichheitslüge. Nach dem Krieg wurden die Männer von Müttern und Omas nach dem weiblichen Erziehungsprogramm erzogen. Die Lehrerinnen brachen den Männern das Rückgrat, indem sie anfingen, die Jungs zusammen mit den Mädchen an einem Schultisch zu setzen. Die Mädchen entwickeln sich in ihren Jugendjahren dreimal schneller als die Jungs. Auch geschlechtlich reifen sie schneller. Im Grunde ist es ein Verbrechen, wenn man gleichaltrige Jungs und Mädchen an einem Schultisch und generell in eine gemeinsame Schulklasse zusammensetzt. Ab diesem Moment beginnt das Rückgrat des Mannes zu brechen. Die Mädchen sind in den Grundschulklassen durchschnittlich größer als ihre gleichaltrigen Jungs. Sie sind besser am Lernen. Sie entwickeln sich schneller. Wenn ein Junge zusammen mit einem Mädchen sitzt, das besser ist, das ihn regelmäßig abschreiben lässt, wie kann dieser Junge sich dann wie ein vollwertiges Wesen fühlen, wie ein zukünftiger Beschützer von Frauen, wie ein verantwortungsbewusster Mann? Und das Mädchen? Das Mädchen, das besser ist, das größer ist, fängt an, auf den Jungen von oben herabzuschauen. Hier fängt das dämonische Programm der Überlegenheit an. Die Mädchen fangen an zu denken, dass die Jungs generell dümmer sind als sie selbst. Ja. Man muss dazu sagen, natürlich sind in den Grundschulen hauptsächlich Frauen Lehrerinnen. Und Frauen sind Frauen. Ist einfach so. Aber Jungs haben andere Bedürfnisse. Es fehlt, also das wäre auch schon ein Ansatz für eine Lösung, es müsste mehr männliche Lehrer geben, auch für Jungs. Weil Jungs haben in dem Alter einen anderen Bewegungsdrang. Das hat was mit der Gehirnentwicklung zu tun. Das hat was mit Testosteron und Östrogen zu tun. Weil diese wirken ja letztendlich auch auf die Ausreifung des Gehirnes. Und bei Jungs sind andere Hirnareale besser entwickelt als bei Mädchen. Nur in der Grundschule wird verlangt, stillzusitzen, zuzuhören und feinmotorische Übungen zu machen. Und das ist genau das, was Jungs meistens nicht gut können. Stillsitzen, zuhören und Feinmotorik machen. Die können eher rumrennen, anfassen, ausprobieren und worauf klettern. Ja? Also das heißt, momentan, wie Schule läuft, ist es mehr für die Mädchen, ist es günstiger. Also für die Mädchen und für die ranreifenden Frauen ist es günstiger. Das holen die Jungs später alles auf. Ab Pubertät kein Problem. Aber in den ersten Jahren können sie da ganz schön viel Frust erleben. Ja, wenn sie dann merken, sie kommen da nicht mit. Ja, das ist ja auch für den Selbstwert eines Menschen, der sich da heranbildet, auch nicht so günstig. Ja. Und deswegen sind ja auch so viele Jungen verhaltensauffällig. Deswegen haben Jungs so viele Probleme mit dem Lernen in den Schulen. Das ist eine Statistik, kann man alles nachlesen. Ja. Und das hat Gründe in der Biologie. Und da sind wir wieder beim Thema. Wenn man natürlich sagt, wir sind alle gleich, ja, Gender Agenda, und es gibt diese Unterschiede nicht, dann ignoriert man die Natur. Und wenn man die Natur ignoriert, dann hat man nur Probleme. Es ist also besser, die Natur von uns, von Jungs, Mädchen, von Männern und Frauen nicht zu ignorieren, sondern anzuerkennen und sich zu fragen, was sind ideale Bedingungen für einen Jungen zur Reifung und was sind ideale Bedingungen für ein Mädchen zu einer Frau zur Reifung. Ja? Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.